Die Strategie von Sony ist bei Fernsehern einmalig. Andere Hersteller legen sich für ihre Topmodelle auf die LCD- oder auf die OLED-Technik fest. Das sind zwei ganz unterschiedliche Technologien mit jeweils spezifischen Stärken und Schwächen. Sony lässt da seinen Kunden die Wahl. Da gibt es auf höchstem Qualitätsniveau Modelle mit beiden Bildschirmtechniken. Flaggschiffe sind die unbezahlbaren und riesigen 8K-Fernseher. Da setzt Sony durchweg auf LCD-Technik. Mit dem ZH8 kommt in diesem Jahr ein etwas günstigeres Modell dazu, die Preise starten aber immer noch bei 8.000 Euro. Deutlich erschwinglicher sind die UHD-Modelle XH95, XH90 und XH80. Im Gegensatz zu den 8K-Modellen bietet Sony die auch in gängigeren Formaten wie 55 Zoll, also 140 cm an. Dadurch starten die Preise bereits unter 1.000 Euro. Wie in den teuren 8K-Modellen verstärkt hier Sony mit sogenannter Local Dimming-Technik den Kontrasteindruck. Die weißen LEDs, die das Licht im Bildschirm erzeugen, dimmt der Fernseher hinter dunklen Bildteilen deutlich herunter. In einfacheren LCD-Fernsehern strahlt das Backlight stets über die gesamte Fläche und hält damit auch dunkle Bildteile ungewollt auf. Die Bilder sehen dann weniger knackig aus. Noch besser sind in diesem Punkt Fernseher mit OLED-Bildschirmen. Denn da gibt es kein Backlight, da leuchtet jeder Bildpunkt nämlich von sich aus. Mit dieser Bildschirmtechnik bietet Sony die Modellreihen AG9 und A8 an, die sich vor allem durch die aufwendigere Lautsprechertechnik beim AG9 unterscheiden. Bislang gab es OLED-Fernseher generell erst in Größen ab 55 Zoll aufwärts. In diesem Jahr ändert sich das. Mit dem A9 bringt Sony ein 48 Zoll Modell. Eine spannende Alternative zu LCD-Modellen wie dem XH95. Bei den günstigsten Modellen bietet Sony eine besonders große Auswahl verschiedener Bildschirmgrößen. Den XH80 gibt es in 6 Varianten von 43 Zoll, also 109 cm Bilddiagonale, bis 85 Zoll respektive 215 cm. Einstiegsmodell von Sony ist der XH70 in Größen bis rauf zu 65 Zoll. Wichtiger Unterschied zu den teuren Modellen, während die mit dem Android-TV-Betriebssystem arbeiten und eine dementsprechend große App-Auswahl inklusive etwa Disney Plus bieten, läuft die XH70-Modellreihe mit einer Sony-eigenen Linux-Variante. Die kann kaum mehr als YouTube. Wer aber ohnehin zum Beispiel eine Spielekonsole angeschlossen hat, die auch die gewünschten Streaming-Dienste zuspielt, dem kann das eigentlich egal sein. Angesichts der vielen spannenden Modelle unter den aktuellen Sony-Fernsehern fällt es schwer, einzelne Highlights hervorzuheben. Die 8K-Modelle sind technisch spannend, leider aber unbezahlbar. Der XH95 ist technisch nah dran, aber gleich deutlich erschwinglicher und in den gängigen Größen 55 und 65 Zoll auch erhältlich. Am unteren Ende der Preisskala kostet der XH80 nur wenig mehr als der XH70, bietet mit Android-Betriebssystem aber die smartere Ausstattung.